Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn du Lust hast, dann kannst du mich heute gerne ein Stück begleiten. Mal. Mittlerweile bin ich hier zwischen Mahl, Recklinghausen und Herten unterwegs. Ja, was habe ich heute vor? Ich habe auf Komoot eine Radroute gefunden, wo mir aber nur die zweite Hälfte gefallen hat. Und da habe ich gedacht, ich schau mal, ob ich nicht ein Stück davon schöner hinbekomme. Ja, und auf dieser Tour bin ich jetzt gerade. Ich werde mal beide Touren auf Komoot hier unterm Video verlinken. Und dann könnt ihr ja selber sehen, was schöner ist oder nicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, wunderbares Fahrradwetter heute. Ist auch gar nicht mehr so kalt. Als ich zu Hause losgefahren bin, da hatten wir noch -2 Grad. Allerdings ist das auch Vollschatten gewesen. Ja, und hier in der Sonne bin ich schon fast am Überlegen, ob ich nicht gleich schon die erste Jacke ausziehe. Da mal wieder die Wassertürme. Ja, offiziell würde ich sagen, startet die Route hier am Bahnhof Malsinsen. Also wenn ihr dem mal nachfahren wollt, den Bahnhof Malsinsen erreicht ihr mit dem RE 42 zweimal die Stunde in der Regel. Kein Problem mit dem Fahrrad. Ist immer ein großes Fahrradabteil. Okay, wenn ihr nicht gerade zu den Berufspendelzeiten fahrt, sollte das kein Problem sein. Ja, da vorne geht es gleich links. Dann sind wir schon in Herten. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, auf welcher Radtrasse ich gerade bin. Ich meine Allee des Wandels, ne? Auf jeden Fall geht es da vorne gleich rechts ab. Da bin ich auch noch nicht gefahren. Da bin ich dann auch echt mal gespannt. Und Leute, es fängt endlich an zu blühen. Wurde auch Zeit. Aber irgendwie, na, ist auch für die nächsten Tage irgendwann leichter Regen angesagt. Ein bisschen zieht es sich zu. Ich hoffe mal, es bleibt trocken. Ich habe nämlich gar kein Regenzeug mit. Jetzt sind wir hier am Abzweig angekommen zum Landschaftspark Hohe Wart, wo auch die Zeche Ewald ist. Da will ich hin. Ein kleines Stück durch Richtung Herne und dann wird es dann ein kleines Stück zwangsläufig an der Straße entlang gehen, aber auf einen extra Radweg, bevor wir dann am Rhein-Herne-Kanal sind.
weiß gar nicht, ob ich hier schon mal lang gefahren bin. Keine Ahnung. Ich glaube doch, irgendwann war ich schon mal hier. Rechts und links hat der Wald hier so ein bisschen Urwaldcharakter mit den efeu bewachsenen Bäumen. Ja, jetzt fahren wir auf die Halde Hohe Wart zu. Und da vorne in ein paar hundert Metern geht es dann rechts rum Richtung Zeche Ewald. Ja, jetzt sind wir hier am Gelände der ehemaligen Zeche Ewald auf der Ewaldpromenade. Und auch hier fahren wir jetzt ein Stückchen Richtung Herne. Ja, diese komischen Geräusche von meinem Vorderrad, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich hab ein neues Schutzblech angeschraubt. Also entweder ist es das Schutzblech, was noch irgendwelche Geräusche macht, oder der Lowrider, den ich dafür abnehmen musste, ist jetzt angefangen zu quietschen. Also irgendwie passt mir das noch nicht. Ja Mensch, hier war ich auch noch nie. Halde Hoppenbruch sagt mir gar nichts. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja schön, hier zu fahren. So, jetzt müssen wir ein kleines Stück an der Straße entlang. Die Straße ist links, aber ist hier der Emscher Radweg, also durchaus vernünftig zu fahren hier. Aber wie gesagt, das sind nur ein paar hundert Meter, vielleicht ein Kilometer. Damit kann man mal leben. Mittlerweile bin ich am Rhein-Herne-Kanal angelangt, wirklich nur ein paar hundert Meter an der Straße. Im Hintergrund sieht man noch die Halde. So, jetzt geht es hier ein Stück durchs Hafengebiet, weil man direkt am Kanal hier nicht weiterkommt. Naja, gehört manchmal dazu. Ja, das Stück gerade durch den Hafen durch ist natürlich nicht ganz so schön. Aber lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden. Dafür bin ich jetzt wieder am Rhein-Herne-Kanal zurück. Und den folgen wir jetzt ein paar Kilometer bis Recklinghausen, wo es dann mal wieder auf die König-Ludwig-Trasse geht. An der Herner Schleuse habe ich jetzt die Kanalseite gewechselt und jetzt kommen wir dann zum Herner Meer. Also Herner Meer, weil hier durch die zwei Schleusen der Kanal etwas breiter aufgefächert wurde. Kanal und Kanalhafen, Einfahrt, naja, Hafen, Marina oder so, also Yachthafen. Ja, dann kommen wir da vorne gleich dann wieder auf die König-Ludwig-Trasse.
am König-Ludwig-Hafen trifft man dann auf die König-Ludwig-Trasse. Erstes Stück ist hier auch noch mit Auto befahrbar. Aber dann hat man einen Radweg für sich alleine. Das zweite Teil der Strecke, das ist das Originalteil. Also quasi ab Rhein-Herne-Kanal ist das Originalteil. Ja, und hier würde ich sagen, eigentlich schon ganz nett zu fahren. Okay, hier ist noch geschottert, aber da vorne, bleibt geschottert. Jetzt hätte ich fast gelogen. Ja, jetzt habe ich die Halbzeit deutlich überschritten und werde ich mal gucken, dass ich irgendwo ein sonniges Plätzchen finde für eine Pause. Hab nämlich Durst auf den Tee. So, die Pause ist rum. Dann geht es jetzt erstmal weiter auf der König-Ludwig-Trasse. Sind jetzt auch nur noch 18 Kilometer bis zum Ziel, also bis zum Bahnhof in Sinsen. Ja, schauen wir mal. Bisschen über eine Stunde. Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende der König-Ludwig-Trasse. Jetzt geht es hier über die Felder, denke ich mal, bis Suderwich. Und dann geht es wieder auf eine kleine Bahntrasse. Aber das ist jetzt endlich mal eine schöne Runde. Naja, aber bin ja noch lange nicht zu Hause. Ja, von der König-Ludwig-Trasse ging es über den Quellberg. Aber da konnte ich nicht filmen, da waren so viele Leute unterwegs. Und jetzt bin ich hier wieder auf so einem geschotterten Radweg, auf dem ich aber noch nie war. Aber ist ja nicht schlimm. Dann denke ich mal, werden wir gleich wieder am Städtedreieck mal Recklinghausen-Erkenschwick vorbeikommen. Und dann sind wir auch schon fast in Sinsen. Also schon fast wieder da. Ja, war eigentlich diesmal eine echt schöne Tour. Aber Fazit kommt später. Ja, hier ist das Drei-Städte-Eck.
Und hier geht es jetzt weiter Richtung Bahnhof Sinsen. Ja, ich habe festgestellt, dass ich scheinbar vor einigen Aufnahmen das Mikrofonkabel hängen hatte. Ich weiß nur nicht. Ich hoffe nicht, dass es zu viele Aufnahmen waren. Ja, es war jetzt endlich mal eine schöne Tür über die König-Ludwig-Trasse. Also diesmal eigentlich nicht, dass man dann ewig und 3 Tage durch die Stadt fahren muss. Ich meine, so ein kleines bisschen, da musst du im Ruhrgebiet immer mit dran, immer mit rechnen. Aber das war heute ja wirklich nur das. Nehmen wir wegen der Sonne die andere Seite. Das war heute wegen wirklich nur wenig der Fall, dass ich durch die Stadt fahren musste. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.